Man kann es vielleicht auf diesen einen Satz runterbrechen. Boris Johnson stoppt die DAX-Rallye und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Da ist plötzlich wieder ein Thema auf der Agenda, das eigentlich die Aktienmärkte schon ad acta gelegt hatten, eigentlich geglaubt hatten, na, ist doch gut, jetzt haben wir Klarheit, der Brexit kommt, so what, ist doch kein Problem. Aber dann auftritt Boris, der gesagt hat, naja, wir werden nur 11 Monate Zeit haben, nämlich bis Ende 2020, um diesen Deal, dieses Abkommen dann zu verhandeln zwischen der EU und Großbritannien. Das sind nur 11 Monate, muss man sagen. Und Johnson hat gesagt, naja, wir gehen mit oder ohne Deal. Ohne Deal heißt harter Brexit. Und jetzt müssen wir uns einfach mal in Erinnerung rufen, wie lang normalerweise solche Handelsabkommen verhandelt werden. Das zwischen der EU und Kanada etwa 6 Jahre. Unter 3, 4 Jahre ist mir jetzt kein Abkommen bekannt, das so schnell verhandelt wurde, schon gar nicht 11 Monate. Also das riecht nach einem harten Brexit und das hat den DAX doch ein bisschen ausgebremst. Dazu dann heute Morgen noch eine Gewinnwarnung von Unilever, die das Narrativ, die Erzählung so ein bisschen konterkariert hatte, dass die Konjunktur sich so unglaublich erholen wird. Ansonsten ist es schon ein bisschen weihnachtlich ruhig, muss man sagen. Die Wall Street dämmert so ein bisschen vor sich hin, aber schauen wir uns mal an, was heute wichtig war. Wir haben natürlich mal wieder Trump-Tweets, die interessant sind. Hier sagt er, der Aktienmarkt in den USA hat einmal mehr, nämlich das 133. Mal, seit ich im Amt bin, ein neues Allzeithoch erreicht. Und die radikale Linke, die Do-Nothing-Democrats, die wollen mich impeachen, das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Wir können uns irgendwie dunkel erinnern, dass Donald Trump einst gesagt hat, noch nicht so lange her, nein, nein, er würde den Aktienmarkt nicht beobachten. Jetzt weiß er genau, dass seit er im Amt ist 133 Mal die US-Indizes eine Allzeithoch erreicht haben. Und dann die Aufforderung an die Fed, die Jungs, ihr könntet doch die Zinsen senken. It would be so great if you cut rates, wenn ihr die Zinsen senken würdet und Quantitative Easing betreiben würdet. Nun sagen böse Zungen, die Fed betreibt bereits Quantitative Easing Nummer 4. Aber das sind böse Zungen. Die Fed weiß das weit von sich. Nein, nein. Quantitative Easing ist, wenn man langlaufende Anleihen kauft, um damit die längerfristigen Zinsen nach unten zu bringen. Wir kaufen kurzfristige Schulden, damit die Trump-Administration sich immer weiter verschulden kann. Und genau das ist das Problem, das auch im Repo-Markt da ist. Es gibt schlichtweg zu viel Staatsanleihen. Dadurch wird die oft als Sicherheit hinterlegten Staatsanleihen in diesen Repo-Geschäften ein Stück weit entwertet. Es gibt einfach zu viel davon und Cash is King. Das ist eine der Ursachen. Aber die Fed, die ist nicht zimperlich. Schauen wir uns mal hier die Bilanzsumme unten an. Der Fed 4,1 Billionen. Das ist ziemlich fix gegangen, die Fed. Pumpt jetzt bis Anfang Januar erstmal 120 Milliarden Dollar in den Markt, weil es Funding Pressure gibt, wie es sich sagt, weil es zum Jahresende offenkundig ein paar Problemchen gibt. Dallas Fed-Chef Kaplan hat heute gesagt, ja, also wenn es jetzt keine wirkliche Änderung, ein Material Change, eine materielle Veränderung gibt in der Wirtschaft, dann werden wir die Zinsen weiter unverändert lassen. Die ökonomischen Risiken seien jetzt more balanced compared to earlier in the year, also die ökonomischen Risiken sind jetzt ausbalancierter als noch früher im Jahr. Mithin hat sich also die Wirtschaft verbessert, so Kaplan. Wir sehen heute Industrieproduktion aus den USA etwas besser. Da wirkt sich auch das Ende des Streiks bei General Motors aus. Wir haben ordentliche Immobiliendaten heute gesehen. Naja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Es geht weiter. Natürlich auch in anderen Bereichen. Wir haben heute vor allem, und das ist das Hauptthema an der Wall Street, den Produktionsstopp von Boeing für die Boeing 737 MAX. Das bedeutet, dass Boeing selbst jetzt noch, obwohl man die Produktion stoppt und sozusagen die dann neu gefertigten Flugzeuge nicht mehr irgendwo hinparken muss, dass man 1 Milliarde Dollar pro Monat verliert, mal ganz abgesehen von den Schadensersatzzahlungen, die da ja auch für Boeing noch dazu rollen. Und das Ganze dürfte um und bei, wenn es ein Quartal dauert, ein halbes Prozent des amerikanischen BIPs kosten, also minus 0,5% bei einem Quartal. Und erinnern wir uns noch im März, im April, im Mai, da wäre schon ein Worst-Case-Szenario eigentlich, wenn man gesagt hätte, Ende des Jahres fliegen die Dinger wieder. Jetzt ist überhaupt nicht absehbar, ob sie jemals nochmal fliegen. Vor allem nicht wohl im frühen 2020 dürften sie fliegen. Aber das ist das Magische an der Wall Street, die Aktie von Boeing heute dennoch ins Plus gedreht und zieht den Dow Jones mit nach oben. Dagegen sind die Zulieferer von Boeing,
die natürlich jetzt ein Riesenproblem haben. Tief im Minus, ja, es geschehen manchmal Wunder an der Wall Street und gar nicht mal selten. Was haben wir noch? Wir haben hier in Sachen Handelskrieg, passiert da das Ähnliche wie im Brexit, dass man also ein Thema schon begraben hat und plötzlich, wie ich das heute Morgen formuliert hatte im Videoausblick, Gespenster, die plötzlich wiederkehren. Jetzt schauen wir uns mal an, was eigentlich passieren müsste, wenn das, was sich die Administration in den USA so vorstellt, passieren würde, nämlich dass China seine mündlich gegebenen Versprechungen, vielleicht darf man das nochmal betonen, einhalten würde, dann würden wir hier einen parabolischen Chart nach oben sehen an Landwirtschaftskäufen durch die Chinesen. Wer daran glaubt, der glaubt auch an das eine oder andere Wunder, aber wir wissen ja, dass im Falle von Boeing Wunder immer mal wieder Wirklichkeit werden. Das ist sozusagen bei den Amerikanern durchaus Usus. Schauen wir uns noch einen interessanten Fakt an. Heute kam die Umfrage der Bank of America Merrill Lynch raus, sogenannte Investor Survey, die praktisch die großen Dickfische in der Branche befragt. Was macht ihr? Wie seid ihr positioniert? Und die stellt fest, dass hier plötzlich ein Stimmungswandel sich vollzogen hat. Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession wird so extrem gering gesehen wie seit 2013 nicht mehr. Und vor allem die Cash-Level, also das, was diese großen Player an Cash halten, ist auf 4,2% gefallen. Tiefster Stand seit 2013. Und der Most Crowded Trade, also das, was sozusagen am beliebtesten ist, das ist mal wieder US-Tech und Growth. Man setzt also weiter auf das, was schon nicht unerheblich gut gelaufen ist. Mal sehen, ob die Rechnung aufgeht. Schauen wir uns mal die Charts an, wie sie sich hier präsentieren. Hier sehen wir den Nasdaq 8582, wenig verändert. Wir sehen aber, dass der Dow Jones hier deutlich steigen kann jetzt. Deutlich wieder über der 8300er Marke, neues Allzeithoch. Boeing sei Dank, das Wunder von Boeing, so könnte man es nennen, der S&P 500, der hat so ein bisschen Respekt vor dieser 3200er Marke. Die ist, naja, zumindest symbolisch sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns mal den DAX an, was der aus der ganzen Geschichte zaubert. Der ist eben heute Morgen noch eigentlich über der 13400er Marke taxiert worden, ist jetzt fast 100 Pünktchen drunter. Nicht viel passiert, also nicht viel Abverkauf passiert, sagen wir es mal vorsichtig, 13.304. Die Charts, meine Damen und Herren, die sind ja von Capital.com, der eine oder andere weiß das ja. Wir sind bei Euro-Dollar bei 1,1152. Wir dürften nach meiner Auffassung tendenziell Dollarschwäche perspektivisch bekommen. Wir haben das Gold bei 1.475. Wir sehen, dass Öl jetzt zulegen kann, $60.70, das amerikanische Crude Oil. Und was ich Ihnen noch hier zeigen will, das ist das britische Pound. Und das hat seit dem Wahlsieg der Tories, ist ja erst letzte Woche gewesen, da sehen wir, dass es da doch ziemlich steil nach unten ging. Wir waren im Hoch bei 1,35 in Reaktion auf den deutlichen Tory-Sieg. Und jetzt sind wir nur noch knapp über der 1,31er Marke. Der harte Brexit droht. Und das wäre für das Pfündchen dann auch eine schlechte Nachricht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich schaue jetzt Werder Bremen, meine Damen und Herren. Und drücke alle Daumen. Ich weiß nicht, was Sie machen. Jedenfalls wünsche ich einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao. Bis morgen.